Während Philipp gerade noch ein bisschen was am vorletzten Video sozusagen macht, zeige ich euch mal die Unterkunft. Also ich fange mal hier an. Ja, man kommt hier so hoch, dann ist das hier so der Außenbereich. Wir haben hier heute Morgen schon gefrühstückt, ein bisschen Wäsche gewaschen, wahrscheinlich die letzten Male ohne Waschmaschine. Genau, dann geht es hier so rein. Und dann ist hier die Küche, also klein oder fein, aber das reicht vollkommen. Und hier ist so eine Wohnzimmerecke. Es ist übrigens sehr, sehr, sehr schwül und wir haben leider keine Klimaanlage. Genau, hier ist dann das Badezimmer. Auch gut. Und unser Schlafzimmer mit Moskitonetz. Guten Morgen. Und frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Nachdem wir die Weihnachtstage sehr entspannt hier verbracht haben und wahrscheinlich auch das komischste Weihnachtsfest unseres Lebens hier hatten, geht es für uns heute auf eine Gewürzfarm. Sansibar ist nämlich sehr berühmt für seine Gewürze und danach in die größte Stadt hier nach Stone Town. Hallo aus Sansibar. Wir sind gerade zum Meer gelaufen und wir wussten, dass die Ebbe und Flut eine krasse Auswirkung hier auf Sansibar hat, aber das ist so krass, das hätten wir nicht gedacht. Das ist übrigens risky. Das ist der Hund vom Hotel. Thank you.
Streicheleinheiten.